ein Morelo Empire, aber das Besondere dabei ist, es wird euch die Schuhe ausziehen, denn der Empire hat eh schon ganz viel Ausstattung, die die anderen erst nach, ich sag mal, rüstbar bekommen haben im Laufe der Jahre, wie zum Beispiel zentral verriegelte große Klappen, die drauf sind, die auf Knopfdruck einfach öffnen. Das Ganze nach oben hat der Andreas eben schon festgestellt. Er hat echt Glasfenster mit drin. Absolut. Ja. Absolut. Er hat eine Breite von 2,50 Meter. Ja. Das ist was ganz Tolles. Das heißt, du hast auf 7,49 Tonnen einen echten Liner und der steht wirklich da wie geleckt, oder? Der ist wie neu. Absolut. Dieses Fahrzeug hier ist wirklich in einem Zustand, der ist von 2018, in einem Zustand, wie ich in der ganzen Zeit noch nie einen Gebrauchtwagen auf den Hof bekommen habe. Der ist wirklich, also vom Pflegezustand her, der ist wie neu, der Wagen. Der hat keinerlei Beschädigungen. Also ich weiß gar nicht, was der mit dem Auto die ganze Zeit gemacht hat. Der muss ja nur angeguckt haben. Das ist so, er hat ein bisschen was gelaufen, wie viel? 23.000 Kilometer, ja. So, ich habe ihn mir auch eben angeschaut. Er ist vom Zustand her, du musstest ihn gar nicht aufbereiten. Der war so, wie er hier ist, kam er auch an. Picobello, wirklich Picobello. Wie aus dem Ei gepellt, ja. Also worauf der Andreas hinaus möchte ist, wer das Fahrzeug kauft, kauft quasi einen sofort verfügbaren, ganz toll ausgestatteten Empire. Und was Empire ist, das werden wir gleich mal sehen. Denn das Besondere hierbei ist, er hat das Design und die Optik von den ganz großen, aber er hat nur 7,49 Tonnen. Das heißt, du darfst ihn mit dem alten Dreier fahren. Genau, und der hat hier noch tatsächlich eine anständige Zuladung. Der hat eine Masse im fahrbereiten Zustand von 6.600 Kilogramm. Ich weiß nicht, wie Morelos gemacht hat, aber das Auto ist wirklich vom Eigengewicht her sehr leicht, sodass da doch noch für ein Fahrzeug in der Größenordnung eine anständige Zuladung bereitsteht. Ne? Ja, der ist richtig voll. Der hat LED-Scheinwerfer mit drin. Er hat, ich sag mal, die großen Spiegel mit drin, die das Rangieren unglaublich leicht machen. Aber das Besondere hierbei ist wirklich die Ausstattung an der Seite aus Echtglas. Das sieht man auch. Also das ist das Besondere, denn du hörst innen drin viel weniger durch das Echtglas. Ja, also das Auto ist vom Fahren her, der hat ja auch die Active Air drin, also das aktive Fahrwerk ist drin. Hat er drin, Active Air. Das hat das Active Air drin. Das Auto fährt wirklich wie auf Schienen. Auch wenn man, ich sage jetzt mal, Bahnschienen auf der Straße überquert, man hört unten drunter nur so ein leises Bubub und innen drin, da rappelt kein Armaturenbrett oder die Möbel schaukeln auf oder sonst irgendetwas. Das Auto fährt wirklich total klasse. So, hat die Jumbos drauf. Nicht wundern, dass die ein bisschen drin sind, denn das Besondere sind die 2,50 Meter Aufbaubreite. Wir haben ein Daily drunter, darunter automatische Hubstützenanlage. Das ist also auch eine Pflicht bei der Fahrzeugklasse. Wie haben die das hinbekommen mit dem Gewicht? Das ist ja ein Hammer. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ihn jetzt selber noch nicht auf die Ware gefahren. Das ist das, was tatsächlich in den Papieren eingetragen ist. Und das muss ja dann auch plus minus stimmen. Aber selbst wenn er jetzt 6,6 und du fährst ihn auf die Ware, dann hat 6,8 oder so, hat er immer noch eine anständige Zuladung. Es ist wirklich super gemacht worden. Ja, das Ganze komplett aus Glas, Echtglas. Deswegen siehst du auch keine Schlieren, keine Streifen, nichts. So, dann die Beplankung hinten. Das ist natürlich optisch, aber es sieht richtig gut aus. Die Tür öffnet sich. Das Ganze damals zentral verriegelt mit nach oben öffnenden Klappen. Genau. Wenn du mir das mal kurz zeigst. Ja, sollen wir vorne anfangen? Ja, können wir machen. Ja, du hast ja hier diese kleinen Tastknöpfe, die brauchst du nur drücken und ein, zwei Sekunden festhalten. Und dann springt, genau, für gewöhnlich die Klappe dann von ganz alleine auf. Da sind Gasdruckstoßdämpfer drin, die dann auch dementsprechend die Klappe nach oben schnellen lassen. Und man sieht hier, du hast einen relativ großen Doppelboden im Fahrzeug verbaut. Da sind noch die Original Morelo-Stühlchen drin, also mit Morelo-Schriftzug halt auch dementsprechend drauf. Hier sind nochmal Schlaufische verbaut im Fahrzeug. Also das ist echt schon sauber gemacht. Ne? Der Empire. Ja, er hat eigentlich alle Gene von den ganz Großen drin, genau. Aber das Ganze auf 7,49 Tonnen. Bleib, ich mach hier mal auf. Warte. Bitte, ja. Hat natürlich eine alte Zentralheizung, warmes Wasser mit drin. Zack, ganz genau. Hier hast du dann nochmal die zentrale Ver- und Entsorgungsstelle halt dementsprechend. Da kannst du dann Grauwasser und Schwarzwasser halt dementsprechend ablassen. Hier sind deine Wassertanks nochmal. Und hier hast du den Spülanschluss für den Fäkaltank, der ist hier verbaut. Ja? Dann hat er hier in dem Nebenfach, was hier nebenan nochmal ist, nochmal eine Außendusche mit verbaut. Natürlich ist auch überall eine schöne LED-Beleuchtung drin, sodass ich auch, wenn ich im Dunkeln hier mal was graben muss oder so, da ohne Probleme dran komme. So, das sind alles übrigens teilweise aufpreispflichtige Features, je nachdem, was für ein Fahrzeug man bestellt. Vieles ist im Empire schon mit drin. Ja. Deswegen, ich sag mal, Aufpreislisten bereinigt, ist das ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug.
Besonders spannend ist natürlich die Zentralverriegelung. Du hast keinen einzigen Schlüssel, den du irgendwo betätigen kannst. Das macht die Sache natürlich sehr sicher. Was ich auch toll finde, ich sag mal, wenn man das Fahrzeug jetzt von der Seitensilhouette anschaut, nicht nur, dass ich hier eine durchgehende Fensterlinie habe, sondern ich habe auch hier von den Klappen, ich habe eine schöne, saubere Linie. Das Fahrzeug wirkt wirklich vernünftig aufgeräumt und ich kann es sehr, sehr gut putzen. Ich kann mit dem Waschbesen wirklich dran vorbeifahren, habe nicht irgendwo überall Scharniere, wo ich dran vorbei zaubern muss. Und hier dann nochmal wirklich eine riesengroße Heckgarage. Wirklich riesengroß. So, das Bett kann man umbauen, wie ich sehe. Genau, das ist der Einlegekeil, der dazugehört. Also der hat sogar, wie du siehst, Waschbürste und Abzieher mit drin gelassen. Das scheint er auch wirklich auch häufig genutzt zu haben, so sauber wie das Auto halt einfach ist. Da hinten steht noch der Karton von der De'Longhi. Kaffeemaschine, die im Fahrzeug innen drin verbaut ist. Das ist schon alles auf sehr hohem Niveau. Hier ist übrigens, weil du eben angesprochen hast, die Alderheizung verbaut bei dem Fahrzeugmodell. Auch da, klar, kein Problem. Und der hat zusätzlich noch zu der Alderheizung, das werden wir gleich sehen, wenn wir drin sind, hat er noch mal zusätzlich eine Webasto Warmluftheizung. Eine Dieselstandheizung. Ja, genau. Das heißt also, er kann einmal mit Gas arbeiten und dann, wenn er im Winter unterwegs ist, mit der Dieselstandheizung. Die ist aber nicht, interessanterweise, nicht vorne im Fahrerhaus verbaut, sondern sie ist hinten verbaut. Zeigen wir gleich, wenn wir bei den Staufächern ankommen. Ja, noch Licht überall. Hier noch. Der Andreas, geht mal kurz rein. Ich geh mal kurz in die Garage. So, zeig mal Lithium. Aber ja, genau, deswegen wollte ich das hier mal eben öffnen, um das zu zeigen. Und die Matratze ist eingepackt. Ja, vielleicht kurz, die Leute, wir haben noch gar nicht die Webseite richtig gestartet. Und sie lautet billigerreisemobilekaufen.de. Er hat Mastervolt-Technik mit drin, das Beste vom Besten, yes, aus dem Schiffsbau. Nur die Creme de la Creme ist hier in dem Auto verbaut. Also, wer sich auskennt, das ist wirklich vom Yachtbau, vom Schiffsbau her. Das Coole ist, du kannst, glaube ich, 500 Ampere auf einmal entnehmen aus einer Batterie. Die ist hochampertauglich. Ja. Du kannst alles zeitgleich nutzen. Wie du schon gesagt hast, das kommt aus dem Yachtbau, diese Mastervolt-Batterie. Und in den meisten Schiffen wird heute mit Induktionskochfeldern gekocht. Dann hast du noch eine Spülmaschine und womöglich eine Waschmaschine da drin. Die kann so viel Energie abgeben, die geht da nicht in die Knie. So, ich schätze mal, die hat 400, dürft ihr haben. Ich denke mal, so in die Richtung wird es gehen. Ja, immer wieder zu, ne? Ja, mach ruhig mal zu. Das Ganze ist sehr servicefreundlich. Wir sprechen hier über ein Produkt made in Bavaria, made in Franken, von Morello. Du warst ja auf dem Morello-Treffen. Unglaublich, eine riesen Fangemeinde. 800 Reisemobile auf einem Platz. Und das war ein Riesenerlebnis. Viele Empire, die man gesehen hat. Denn die Qualität, muss man schon sagen, obwohl es ja, ich sag mal, Serienfertigung ist. Was ist da drin? Das ist die alte Flüssigkeit drin. Das ist auch das G13. Dann noch ganz kurz gesagt. Die alte Heizung arbeitet ja logischerweise mit Wasser bzw. mit einer Kühlflüssigkeit. Das ist im Grunde genommen die gleiche Kühlflüssigkeit, die auch in einem Auto im Kühler sein könnte. Man muss nur halt aufpassen. Es gibt ja beim Automobil gibt's verschiedene Kühlflüssigkeiten. Manche sind rot, manche grün, manche blau. Ist nur von den Farben zu sprechen. Und die haben alle eine Bezeichnung. Dieses G13 hier, welches Alde ausgibt, kann mit allen Kühlmitteln zusammen vermischt werden. Das gibt keine Klumpenbildung, weil man muss wirklich aufpassen, man kann nicht irgendwas reinkippen, je nachdem, was für eine Flüssigkeit verbaut ist oder abgefüllt ist. Wenn du jetzt, ich sag mal, du hast eine rote drin und kippst beispielsweise grün rein, die vertragen sich nicht, die beiden kannst klumpen und die Heizkörper setzen sich zu. Deswegen, man sollte immer die Originalflüssigkeit von Alde benutzen. Die G13-Spezifikation ist da ganz wichtig, weil genau die kannst du mit allen Kühlmitteln verwenden. Da gibt es keine chemischen Reaktionen. Und da sind hier noch 3 Liter von dabei, sehe ich gerade. Ja, hier überall. Übrigens, die Heizung, die ist auch natürlich hier, aber hier sind, ich sag mal, noch jeweils Heizungsröhren mit dabei. Ja, ja. Das Ganze ist beheizt. Zoösen mit dabei. Ja, dann sauber, du riechst nichts. Nee, das ist ja, um Gottes Willen. Nein, ich glaube nicht. Also hier war nie irgendwas drin, was nicht Mensch war oder so. Hier war kein Hund oder. Hat oder der Steuer eigentlich? Nee, der hat leider, ich sag jetzt mal, leider keine Mehrwertsteuer. Würde dem Auto noch gut zu Gesicht stehen. Ja, nee, leider nicht. Falls der eine oder andere Unternehmer da sein Homeoffice reinmachen möchte. Eine Besonderheit auch hier, das Heck ist unglaublich maskulin, so würde ich es mal sagen. Denn es ist, ein Reisebus, ein kleiner, ne? Ja, das ist so. Der fährt doch fast so, muss man echt sagen. Der fährt wirklich vom Fahren her, vom Fahrverhalten. Ich bin da sehr angenehm überrascht gewesen. Active Air, das Ganze hier übrigens auch nicht in Silber, sondern in so einem Grau. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so ein Grau.
grau-metallic, was ganz edel aussieht. Wovon sprichst du jetzt? Hier, diese Leiste. Ach, die Leiste. Ich dachte, dein Auto ist doch wirklich so creme-weiß. Nein. Das war auf den Augen oder was? Das ist graues Chrom, was hier verwendet wurde. Nee, das ist richtig. Das ist so ein eloxiertes Chromhalter. Ja. So, Doppelshutter, Rückfahrkamera. Der hat übrigens schon als allererstes natürlich das neue Gesicht bekommen, was so übrigens noch 1:1 identisch gefertigt wird. Das heißt, man fährt kein altes Auto. Nee, du fährst nach wie vor noch ein brandaktuelles Auto. Also das Auto ist von der Optik her, nach meinem Kenntnisstand, ich bin jetzt nicht der Morelo-Fachmann schlechthin, aber bin da auf einem guten Weg, glaube ich. Das Auto ist nach wie vor aktuell von der Optik her, ja. So, bitte mal öffnen hier. Ja. Und die Garage hatten wir ja schon mal gezeigt. Zentralverriegelung, das macht natürlich Spaß mit der Zentralverriegelung. Ja, das macht Spaß, da bin ich bei dir. Ja. Genau, hier hat er einen Batteriebooster verbaut, der kann 90 Ampere. Da hinten liegen auch noch mal ein paar Reservesicherungen drin. Also man sieht, der Vorbesitzer, der hat hier wirklich, ich sag mal, an alle Eventualitäten gedacht und hat die Sachen auch dran liegen lassen dann. Dann sind die 220 Volt Sicherungen und FI-Schalter da verbaut und die 12 Volt Sicherungen. Alles, ich sag mal, in Morelo-spezifischer Qualität verarbeitet. Das Fahrzeug stand bei WCS, hast du es gesehen? Das da vorne? Auto hier? Ja, guck mal hinten, da ist Technik bei WCS. Genau, ja, das sehe ich. Ja. So, und das ist mit drin, übrigens auch ein absoluter Spezialist. Ich nehme an, vielleicht hat er Solar nachgerüstet, das könnte gut sein von WCS. Solar ist an Bord, gell? Solar ist an Bord, ja, genau. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie viel, aber wir gucken uns das gleich an, das werden wir rausfinden. Und das ist die Premium-Aufbautür, die bedeutet, dass sie einen Kotschloss mit drin hat. Sie hat oft eine Fernbedienung mit dabei. Das kann man übrigens auch nachrüsten, eine Fernbedienung. Das Kotschloss funktioniert ohne Schlüssel. Genau, richtig. Einfach nur über den Taster halt. Ne? Man gibt seinen spezifizierten Code halt ein und öffnet die Türe. So, den kann man übrigens auch ändern. Ja, hier vorne ist noch eine Klappe. Genau, da ist die andere Seite. Auf der anderen Seite, du hast ja hier quasi dieses klassische Durchladesystem. Hier liegen dann auch nochmal Stühle halt drin, original verpackt von Morelo. Die bleiben auch da drin. Das sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich jetzt hier mit dem Carthago fahre und habe einen Morelo-Stuhl. Und da ist die Warmluftheizung halt dementsprechend. Genau. Großes Kino. Also schön ausgestattet. Komm, wir gehen mal rein. Ja, gerne. So, das Ganze mal zeigen. Den Wagen gibt es bei billigerwohnmobilkaufen.de. Das ist eine neue Seite, bei dem wir es Menschen sehr einfach machen, Reisemobile anzubieten. Wir haben uns für den Namen auch entschieden, weil am Schluss, wenn man einen großen Strich drunter zieht über der ganzen Rechnung, fährt man bei dir sehr günstig. Das heißt, du gibst das Auto ab, du kümmerst dich um alles. Ja. Da gibt es zwei verschiedene Modi. Du kaufst entweder das Fahrzeug an oder es kann sogar je nach Fahrzeug, ich sag mal hier stehen auf dem Hof, ich sag mal im Auftrag des Kunden. Das geht auch. Das geht auch. Jetzt in dem Fall hier ist es so gewesen, wir haben das Fahrzeug direkt angekauft. Der Kunde kam von weiter her, hat mir auch erzählt, dass er noch Oldtimer und so sammelt. Hat dann aber am Ende des Tages, ich muss ja wieder bringen, hat er dann, als er hier gewesen ist, tatsächlich noch einen Malibu-Kastenwagen bestellt, der dann jetzt im Oktober, November kommt. So ganz aufs Reisemobil verzichten wollte er dann doch nicht, obwohl man eigentlich vorhatte, zuerst das Hobby einfach aufzugeben. Ja. Automatik mit drin, Gesamtlänge 9,23 Meter. Ich komme ja gar nicht hinweg über die 6.600 Kilo. Ist so. Aber es ist so. So, dann große Liegenflächen, werden das gleich mal zeigen. Wir haben eine besondere Version, nämlich Entfall-Hubbett. Ist hier drin? Entfall-Hubbett. Und wenn wir jetzt reingehen, ich finde die Farbkombi vom Auto, auch von dem Leder, mit dem kreidefarbenen Leder, ich finde das Auto von innen einfach sensationell. Der hat noch seine, ich gehe mal vor, ja. Seine Asse hier übrigens komplett in der Fliegengitter über die ganze Breite. Dann hier hast du nochmal Schubladen direkt im Eingangsbereich, wo man nützliche Utensilien gleich mit einbringen kann. Der hat das Fahrzeug wirklich sehr geschmackvoll zusammengestellt und ach ja, genau, selbst seine Kissen, die Dekokissen hat er drin gelassen. Ja, komm rein und schau es dir an. Ja, ich zeig's mal gerade. Das Fahrzeug hat ein Jahr Garantie. Das bedeutet, derjenige, der das Fahrzeug kauft, bekommt ein Jahr Garantie von dir. Das Ganze kann sogar abgewickelt werden direkt bei einem Morelo-Händler. Das ist möglich, falls Schäden drankommen. Aber auch du kennst dich gut aus mit Alde, mit den ganzen Techniken. Ist Standardware bei Carthago, muss man sagen. Genau. Also das Warmwassersystem, was du eben so schön beschrieben hast, mit allem drum und dran. Ich sag mal, die Klimaanlagen, die Standheizung, all das ist Standard bei euch, auch bei Carthago. Genau. Und die 250 tun ihm gut. Ja, absolut. Also wenn man hier reinkommt, dieses Raumgefühl mit den 2,50 Meter
ist für mich ganz klar ein Argument für so ein Auto. Ja, also ja. Ich finde, man hört auch immer so, ja, ich suche ein Wohnmobil bis so und so viel Meter Länge. Ich habe noch nie gehört, dass ich brauche ein Wohnmobil, was maximal nur so und so viel Zentimeter breit ist, weil die Breite, die spielt eigentlich außer jetzt vielleicht an der Baustelle keine große Rolle. Mhm. Und wenn du wohnst, hast du so viel mehr Wohnqualität in so einem Fahrzeug halt. Mhm. Und hier mit dem Endfall der Dachstockkästen, guck mal hier, ich bin 1,82 groß, also ich bin halb Italiener, ich bin es eh gewohnt, mit Händen und Füßen zu sprechen. Aber echt, du bist halb Italiener? Halber Italiener, genau. Mein Papa war aus Taranto, das ist ganz im Süden Italiens. Der ist aber sehr, sehr früh tödlich verunglückt. Ich habe ihn eigentlich so gut wie gar nicht kennengelernt. Genau, hier hast du die Dachstockkästen halt dementsprechend, wo halt... Da ist übrigens das ganze Zubehör drin, das heißt also die Anleitung, Betriebsanleitung und so weiter. Genau, da ist auch alles dabei, lückenlos Checkheft gepflegt, alle Inspektionen bei Iveco bzw. bei Morello Händler gemacht. Also hier gibt es keinen Wartungsstau oder Reparaturstau. Boah, der steht doch hier wie neu. Das ist eigentlich ein neues Auto, das muss man echt sagen. Mhm. Und ja, das Auto ist vom Zustand her wirklich sensationell. So, das Schöne bei dem Fahrzeug ist die ZF-Automatik, die darf natürlich gar nicht fehlen. Eine 8-Gang-Wandlerautomatik mit drin. Er hat natürlich hinten eine Differentialsperre, die besonders wichtig ist. Bin ich denn wirklich mal auf der Wiese drauf? Kann man nämlich den Luftdruck einfach ein bisschen absenken, wenn alles drauf kommt, Differentialsperre rein. Dann, das ist diese High-End-Luftfederung. Genau, richtig. Das ist die Luftfederung, die eben auch verschiedene Fahrmodis zulässt. Ich kann das Fahrzeug damit heben und senken, kann aber auch das Niveau ausgleichen. Das macht man aber für gewöhnlich natürlich mit der Hubstützenanlage, aber das Fahrwerk kann schon eine ganze Menge. Ne? Ja, Differentialsperre hast du schon gesagt, hat das Fahrzeug logischerweise ZF Automatikgetriebe. Dann hat der elektrische Fensterheber hier vorne, das heißt, das Fenster kann also auch auf der Beifahrerseite ohne Probleme geöffnet werden. Pelle ist übrigens aufpreiswichtig. Ja, ja, das ist hier serienmäßig drin. Also es ist schon echt ein mega Auto. Ne? Hier kann ich Getränke reinstellen, die werden übrigens auch zum Teil gekühlt, weil da nochmal Ausströmer sind von der Klimaanlage, die dann auf die Getränke gerichtet sind. So, das Lenkrad ist übrigens abnehmbar, dass ihr das Ganze seht. Genau, hier, auch hier, da sieht man das Detail halt. Ne? Da ist der Handschuhkasten nochmal schön mit einem schwarzen Samt ausgekleidet. Das ist schon recht wertig, um es vorsichtig auszudrücken. Es gibt auch übrigens Klimaausströmer an beiden Teilen der Jalousie. Hier, ich sag mal, läuft ja die Jalousie runter und dann, damit eben die Scheibe wenig Schwitzwasser bildet, kann man das Ganze natürlich noch mal extra beheizen. Genau, korrekt. Ja, also das ist wirklich ein total rundes Auto. Ich habe jetzt mal das Plissé, das elektrische, angesteuert. Das heißt, das fährt also jetzt komplett runter in die Ruheposition. Dann ist auch hier alles komplett blickdicht im Fahrzeug drin, sodass ich also hier auch nackig rumturnen könnte. Nackig rumturnen könnte, genau. So, und die Halter, eine Bodenbeleuchtung mit drin. Dann die, wenn du mal einmal kurz schwingst und mir sagst, ob die jetzt mit Luft gehen. Das sind Luftsitze. Ich bin ja mit dem Auto selber gefahren. Das sind tatsächlich Luftschwingensitze, so wie man das eigentlich heutzutage aus den LKWs halt dementsprechend kennt. Kann ich aufs Gewicht hier an der Seite noch einstellen. Funktioniert einwandfrei. Es ist keine Luft auf dem Kessel, deswegen sitze ich hier so ein bisschen und habe die Knie über die Ohren. Aber das sind Luftschwingensitze, ja. Das Schöne ist, man hat sich hier für nicht eine Barsitzgruppe entschieden. Das ist natürlich bei einer Aufbaubreite von 2,50 Meter die fast noch stärkere Version, weil du kannst, obwohl der Tisch jetzt vollkommen ausgefahren ist, einfach dran vorbeigehen. Sag mal, es sind hier nur 10 Zentimeter, die es mehr sind, aber das macht in der Praxis so viel aus, oder? Ja, Andreas. Die 10 Zentimeter, die merkt man wirklich massiv, wenn man ins Auto reinkommt. Ne? Das ist ein ganz, ganz anderes Raumgefühl, nicht nur durch die Höhe des Fahrzeugs im Innenraum, sondern halt einfach die Breite, die macht es. Ne? Hier sind nochmal schön Schubladen verbaut, die sind dann auch nochmal mit dem gleichen Leder überzogen, wie die Couch hier dementsprechend. Logischerweise haben die Softclose, ich glaube, das braucht man nicht noch mal extra zu benennen. Dann habe ich hier kann ich halt dementsprechend ausziehen und habe jetzt hier noch mal eine große Tafel, wo ich jetzt auch mit mehreren Personen wirklich ringsrum um den Tisch halt jetzt fast schon wie die geliebte Rundsitzgruppe dann ja gemütlich mein Abendessen einnehmen kann oder Frühstück. Genau, wenn du dich mal gerade vorne auf den Fahrersitz noch mal setzt, dann mache ich mal gerade. Oder hast du du gesagt? Du. Ach, du hast du gesagt. Wenn du dich mal gerade auf den Fahrersitz setzt, dann schieße ich mal gerade rein, weil das ist ein Raumgefühl, wenn man das hier filmt.
wie ein richtiges Apartment, was du hier hast. Dadurch, dass du das Lenkrad auch noch abnehmen kannst, hast du natürlich die Möglichkeit, aber das brauchst du eigentlich gar nicht. Es geht auch so, oder? Nee, das geht auch eigentlich so. Wobei, wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwo anhalten würde, so mache ich es bei mir auch, ist immer das Erste, was ich mache, Lenkrad komplett wegklappen, damit ich den Stuhl halt einwandfrei drehen kann. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber das geht, wenn man das Auto bewohnt, geht das ohne Probleme. Dann merke ich das Lenkrad überhaupt nicht. Eine Besonderheit ist der absenkbare Tisch. Der hat nämlich einen riesen Vorteil. Man kann zum, ich sag mal, Fernseh schauen und so weiter, ganz einfach den Tisch absenken und dort natürlich mit der kleinen Decke kann man problemlos die Füße drauflegen, während man Fernsehen schaut. Und man sieht hier das Echtglas, was hier mit dabei ist, mit den Plissés. Hier ist der Fernseher übrigens verbaut. Wenn du möchtest, kannst du ihn gerne mal runterfahren. Mache ich mal gerade runter. Da kann man nämlich diesen Tisch absenken und hat eine riesige Lounge-Sitzgruppe. Da ist der Fernseher. Alphatronics, 32 Zoll. Das ist klar, der Klassiker. Der hat ja auch einen wahnsinnigen Einblickwinkel. Also da kann man wirklich, also jetzt hier in dem Winkel noch einwandfrei Fernsehen gucken, ohne dass sich das Bild verdunkelt. Und hier jetzt merkst du natürlich, das ist wirklich hier, ja, hier kannst du dich echt schon lassen. Ne? Ja, das Besondere, wie gesagt, absenkbarer Tisch. Da kann man die Füße drauflegen abends, kann sich eine richtige große Sitzgruppe machen. Du kannst ein weiteres Bett bauen, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn einer mal vorne schlafen möchte, das geht. Ja, also das empfehle ich sowieso immer auch bei unseren Kunden, wenn die jetzt einen E-Line S Plus oder egal was jetzt bestellen und nehmen halt Endfall-Hubbett, immer die umbaubare Sitzgruppe mit dazu zu nehmen, damit man eben nochmal die Möglichkeit hat, falls man aus irgendeinem Grund man doch jemanden mitnehmen möchte oder muss, oder man muss getrennt schlafen, weil man kann ja auch krank werden im Urlaub oder so, dann hat man hier die Möglichkeit, sich nochmal zurückzuziehen. Ne? Ja, 6600 Kilo, das heißt 900 Kilo Zuladung, ja. Roundabout. Auf die Waage, wie gesagt, nochmal genau schauen, je nachdem, was noch zusätzlich verbaut wurde, kann noch ein bisschen was wiegen. Eine große DeLonghi-Kaffeemaschine, die bleibt drin? Ja, natürlich, warum soll ich die rausnehmen? Ich habe sie so mitgekauft. Siebträger. Ja, genau, ich habe sie so mitgekauft, ist mich zu blöd, da reinzumachen. Ich habe sie so mitgekauft und die gehört auch dann zu dem Auto. Ich glaube, das überlassen wir Leuten, die sich damit auskennen. Ich offensichtlich nicht. Die gehört einfach jetzt hier rein. Da ist auch der Sockel dafür dementsprechend angefertigt. Du hast hier schön noch die Morello-Tässchen drin. Also das ist quasi reisefertig, das Auto. Wasser rein, Gas rein und dann geht's los. Ne? Ja. Guck mal, so, hier diese Schränke, die sind ja wahnsinnig groß. Ne? Viele sinnvolle Extras drin. Er hat eine Klimaanlage mit drin. Ja, Klimaanlage ist verbaut. Dann hat er logischerweise bei dem Fahrzeugniveau eine elektrische Markise drin. Da ist also nichts mit Handkurbeln. Was ich auch sehr schön finde von der Optik her. Ich bin ja so ein Lichtfan einer. Die Hinterleuchtung hier von dem Fensterumbau, das sieht alles sehr, sehr schön und wertig aus. Die große Küche übrigens. Große Küche übrigens, ganz genau. Also hier auch überall vernünftig Schubladen, alles mit Softclose. Dementsprechend hier nochmal die kleineren Schubläden, auch direkt mit Besteckkasten halt drin. Und hier ist dann Mülleimer halt dementsprechend. Und hier kann ich nochmal Sachen halt drauflegen. Was der Wagen jetzt nicht hat, im Gegensatz zu deinem Morello, den wir ja auch verkauft haben, der hat jetzt keine Spülmaschine drin, ist aber kein Problem. Wir haben da beispielsweise jetzt gerade den 85er Palace, den haben wir verkauft, der hatte auch keine Spülmaschine drin. Wenn mal die Leute das Video gesehen haben mit deinem Auto, wo natürlich alles drin verbaut war, wollte der Kunde auch eine Spülmaschine haben. Die haben wir jetzt nachgerüstet, das geht ohne Probleme, ist auch gar nicht so kostenintensiv, also genau die gleiche, wie du hast, die von oben. Ich glaube, er hat ein paar Sachen gut gewählt, weil das Thema geht natürlich auf die Zuladung. Du meinst es bei dem hier? Ja, bei dem hier. Er hat sinnvolle Extras gewählt. Mhm. Er sagt, okay, wir gehen vielleicht sowieso, ich sag mal, raus, irgendwas zu uns nehmen. Ins Restaurant gehen wir vielleicht rein. Eine große Garderobe, guck mal. Ja, ich finde das schön, dass du hast hier die Aufhänger drin und kannst dann die Sachen da und die sind weg. Also sonst hast du immer hier großartig die Klamotten mitten im Flur stehen. Das ist hier alles schon nicht nur angefangen zu denken, sondern auch zu Ende gedacht. Mhm. Erasco-Dosen passen uns auch rein in die Löcher. Ja, habe ich. Okay. Wir kochen auch in der Tat gerne im Wohnmobil. Das machen wir dann auch in der Tat zusammen, meine Frau und ich. Und
Ja, ich sag mal, die meisten Leute, die ich kenne, sagen, nee, ich brauche keine Spülmaschine im Reisemobil. Aber wenn einer das braucht und sagt, boah, das Auto ist toll, ich hätte jetzt hier noch gerne eine Spülmaschine rein, die können wir nachrüsten, das ist kein großer. Ich würde am liebsten diesen Kühlschrank ausbauen und selber nehmen. Der ist, ich finde den so, ach so, toll. Ich weiß, nein, du bist ein Riesen. Nein, der hat dafür nämlich oben, der Grill hat Ober- und Unterhitze, ja, muss man sagen. Das weil, hat der neue nicht. Hat der neue nicht mehr. Mhm. Und der Grill ist so super. Also der Kühlschrank ist überhaupt super. Also der hat einen riesen Platz mit drin, der ist sehr breit. 160 Liter. 160 Liter und es stört mich auch nicht, dass er nur von einer Seite zu öffnen ist. Dafür war er groß. Ja, dafür war er groß. Ich meine, es gibt durchaus Grundrisse, wo es wirklich sinnvoll ist. Bei uns zum Beispiel beim Liner for Two, da ist der neue Kühlschrank, der sich auf beiden Seiten öffnen lässt, der ist natürlich ein absolutes Highlight. Weil mal sitze ich hinten in der Sitzgruppe und mal bin ich halt vorne beim Kochen. Da macht es halt Sinn. Aber wenn du hier bei so einem großen Fahrzeug in Spanien bist, mal für 6 Monate, bist du froh um jeden Zentimeter Kühlschrank. Ja. Oder eine Kühlbox kannst du hinten reinmachen. Ja, eine externe. Korrekt. So, ja, hier auch nochmal ein großer Kleiderschrank, da oben wieder mit Kleiderstange. Hier unten ist auch nochmal eine drin. Das heißt, man könnte hier nochmal die Zwischenböden rausnehmen, wenn man viel Sachen mitnimmt, die halt gehangen werden müssen. Und dann habe ich hier natürlich. Guck mal hier oben. Ja, ja, warte, ich muss ja erstmal hier unten rausziehen und oben entriegeln. Ja. Hier habe ich nochmal eine wirklich total mega geile Trenntür halt verbaut. Die ist auch richtig schwer und stabil. Das macht schon echt einen super Eindruck. Ja, das Ganze, und das Ganze für nur 319.000 Euro musst du sehen, denn wer sich ein bisschen auskennt in der Liner-Klasse mit der Qualität, mit den Extras, die mit drin sind, wenn man sowas neu konfiguriert. Was schätzt du, was das Auto heute neu kostet? Ich kann es ja nicht sagen, das ist bestimmt vielleicht eine 4 davor. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt, so 4,30, 4,40 so in der Ecke rum, denke ich mal, wird so ein Auto heute neu kosten. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, da ist wirklich verdammt viel Holz. Aber man muss sagen, auch Werterhalt, du kriegst jetzt nach 4 Jahren, kriegst du für das Auto 3,19. Ja. Das ist realistischer Preis, absolut, oder? Ich halte das absolut für realistisch. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, solche Kommentare habe ich auch schon mal gelesen, ja, das hat der damals neu gekostet, also A, war der ein bisschen teurer damals neu. Natürlich nicht so extrem viel, das ist richtig, der vielleicht damals mal, weiß ich nicht, 3,40, 3,50 oder so gekostet, schätze ich mal. Aber wenn ich heute sehe, wo die Preise hin galoppieren, ich habe vor 3 Jahren noch einen S Plus verkauft, da war das schwer, den über 200 zu kriegen. Heute muss man sich anstrengen, den unter 300 zu halten. Die Zeiten haben sich massiv verändert, ja. Ja, die Master Volt ist hier mit drin. Das ist allein schon ein Riesenargument. Wird heute nicht mehr so oft verbaut. Eine vollautomatische Sattanlage mit drin. Oyster. Dann hier Mobile Solar. Die Alde, die Steuerung, das aktuelle Bedienfeld, muss man auch dazu sagen. Hier ist also kein Rückstand. Nee, nee, gar nichts, um Gottes Willen. Das Auto ist wirklich auf dem Rad, die Fernbedienung da vorne weg. Da vorne. Ja, ich glaube, du musst hier dran ziehen, das ist noch nicht mit Drücker. Genau, ach, ich muss mit meinen Fingern ein bisschen aufpassen. Genau, da sind dann nochmal die Steuergeräte verbaut, jetzt halt von der Oyster halt dementsprechend. Oder hier der Dimmer für die Beleuchtung halt dementsprechend. Mach ich wieder zu. Ja, mach ich zu. So, zack. Genau, also das sieht auch alles vernünftig aus. BMI ist mit drin für die Solarpanels. Gleich müssen wir nochmal aufs Dach gucken. Kann man gleich mal machen. Was der an. Genau, wenn du mal ganz kurz mal oben mal öffnest, bitte. Ja. Schauen wir mal rein. Ganz genau, aber. Elektrisch? Ja, genau, ich muss gerade gucken. Ach! Ja, ja, der hat elektrisch. Hier war's. Da war's. Das ist. Ach, das! Und der hat es noch in den. Ach ja, klar, steht auch groß drauf. Ja, wir sind jetzt zwei Wohnmobil-Spezialisten hier. Aber es geht nicht. Doch, es könnte ja, was, sein. Was ist wahrscheinlich mit. Die Beleuchtung ist ja eingeschaltet. Ah! Es geht. Ich hätte lange drücken müssen, dann wäre es gleich gegangen. Sag mal, ist das nachgerüstet oder gab es das ab Werk früher? Da bin ich jetzt ganz ehrlich gesagt überfragt. Also, wir rüsten so etwas nach. Also, auch ganz normal für die Heki-Dächer. Es sieht aus wie Original. Das sieht aus wie Original. Also, steht Dometic drauf. Das scheint mir eher was Originales zu sein. Wir rüsten das aber auch bei jedem anderen Heki-Dach mit der Kurbel halt, können wir das nachrüsten über eine App-Steuerung oder auch über eine Fernbedienung. Das ist überhaupt kein Problem. Sogar mit Regensensor gibt es sowas heutzutage. Guck mal, was da vorne steht. Der Affinity ist aufbereitet. Das ist dein Auto. Genau, ist noch meiner. Der werden wir heute auch filmen. Er geht weg, muss ich sagen. Ich kriege einen neuen Kabel. Ja. Und es gibt auch vielleicht einen neuen Affinity. Auch das bei billigerwohnmobilekaufen.de haben wir natürlich gemacht, denn der Vorteil ist, man hat nichts am Hut damit. Wir gucken mal hoch. Ja, wir halt erstmal deine Kamera raus, bevor ich dann gucke. Hiki läuft noch. Hiki läuft noch auf. Läuft langsam, aber es läuft. Man muss ja nichts tun dafür. Ne? Das ist natürlich krass, dass er elektrische Hiki-Steuerung hat. Also hier gucken wir mal aufs Dach drauf. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Schwenkt nochmal zur anderen Seite. So sieht es aus.
Gut, aufs Dach guckt man ja normal nicht. Ihr habt das Auto gecheckt auf Herz und Nieren. Das heißt, Auto gecheckt auf unfallfrei. Herz und Nieren. Der ist unfallfrei, nachlackiert frei, hat keinen Hagelschaden oder sonst irgendetwas. Du hast eben wieder gesagt, das Auto findest du auf billigerwohnmobilkaufen.de. Die Seite ist ja noch nicht scharf geschaltet. Also im Moment würde man dieses Fahrzeug tatsächlich noch unter www.cartago-center.de finden. Und da werden auch zukünftig die Fahrzeuge immer noch alle angeboten. Der Ankauf läuft halt exklusiv über die billigerwohnmobilkaufen.de Seite. Guck mal hier, das ist so schön gemacht. Du hast hier so eine Natursteinoptik mit drin. Ist das nicht geil? Das ist geil. Oder? Schön. Das ist doch einfach, wenn du hier reinkommst, ist doch einfach, hast du gewonnen. Das ist einfach so. So, ich hier gerade auf, ein bisschen Licht haben. So, Echtglasfenster allein, die sind natürlich schon ein Traum, weil das Geräuschverhalten ist natürlich extremst bei den Echtglasfenstern. Ja. Bitte nochmal draufhauen. Das ist ja nichts Plastik, ja, das sind die Mikuva-Fenster halt dementsprechend hier. Toilette sieht also auch aus wie unbenutzt hier, auch mit Soft-Close für den Deckel. Hat niemand aufbereitet bei euch? Nee, wirklich nicht, absolut nicht. Der kam so? Der kam exakt so das Auto an. Das ist echt unglaublich, ja. Ein sehr korrekter Mensch, muss man einfach mal so sagen. Ja, auch die Matratzen hier, die sind natürlich super jetzt hier von der Haptik her. Hat hinten auch nochmal separat für den Bereich hier einen Heizungsregler. Das heißt, also da kann ich die Heizung nochmal für den Schlafbereich separat regeln und kann natürlich auch hier nochmal separieren. Und die Tür ist ja diese gegenläufige Tür. Ja, hier schön mit einem großen Spiegel gearbeitet. Jetzt habe ich das jetzt hier nicht richtig zugemacht. So, genau. So, dass das auch dementsprechend steht. So habe ich jetzt hier ein schönes großes Badezimmer, wo ich mich fertig machen kann oder als Umkleidezimmer nutzen kann. Habe eine Riesendusche, auch das ist Echtglas hier dementsprechend. Eine Regendusche, schau mal. Ja, Regendusche mit drin, Handbrause für die Haare der Dame zu waschen. Hier auch schön die Mischbatterie in einem eckigen Design, sieht alles sehr, sehr nobel aus. Ist schon eine andere Klasse, der Empire. Also nichts gegen den Palace, aber die haben so viele Details überarbeitet hier. Ja. Fängt an, serienmäßig hier oben in Lederoptik, der ganze Himmel. Ja, die Haptik von dem Himmel. Ich meine, ich fasse nicht den ganzen Tag an den Himmel, aber gibt ja auch ein Raumklima. Das ist schon toll. Also es muss ja ein Unterschied da sein zwischen einem Palace und einem Empire. Sonst wird das ganze Modell ja keinen Sinn machen. Und der ist auch da. Und wenn man sich so ein Auto anschaut, dann es merkt liegt man im schnell, Detail, wirklich. Ja, genau. Es ist was für Detailverliebte. Ne? Hier ist nochmal ein bisschen perfekter. Guck mal, hier die Lampen. Das sind die Lampen natürlich aus dem Empire mit drin. Wer sich da auskennt, genau. Weil ich kenne ja jetzt den Palace sehr gut. Alles ist eine. Ja, hier alle Lichter sind dimmbar, sodass auch die passende Romantik hier aufkommen kann im Schlafbereich. Also es ist schon echt toll. Wow, die Zuladungen, die flecht mich immer noch. Da komme ich nicht drüber weg. Ja, ich glaube, ich fahre den tatsächlich mal auf der Ware, weil ich kann die 6,6 nicht wirklich glauben. Aber hier, komm, lassen ruhig 200, 300 Kilo schwerer sein. Es ist immer noch ausreichend. Ja, es ist ein klassisches Zwei-Personen-Fahrzeug. Selbst wenn ich hier jetzt noch Motorroller und Fahrräder mitnehme, bin ich damit noch einigermaßen seriös von der Gewichtung her unterwegs. Ja, es gibt ja viele, die dann wirklich schon mit 7000 kommen und so. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Also nochmal ein Kleiderschrank mit drin. Also in Kleiderschränken fehlt es ja wirklich nicht. Um Gottes Willen, hier ist ja Platz ohne Ende drin. Ich finde auch geil hier den ganzen Waschtisch gearbeitet. Nicht nur, wie der jetzt von der Form her ist, sondern auch mit der Wasserentnahmestelle, die hier so aus der Wand rauskommt, dann mit der Steinoptik. Ja. Empire halt. Das ist auch, wenn ich hier hinterfühle, das ist eine relativ dicke Platte. Also die ist jetzt, warte mal. Also so ein halbes Fingerglied dick ist die. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Aufkleber, der da drauf ist. Die hat auch eine Haptik, also die ist dreidimensional gearbeitet. Toll. Wirklich, also schönes Auto. Also ich bin, ist das Zufall gewesen, dass du rankamst? Oder wie war das? Ja, gut, okay. Also im Moment. Der hat ja gemeldet. Genau, im Moment werden uns permanent solche Fahrzeuge angeboten. Ich habe noch einige im Vorlauf, die jetzt sukzessive alle kommen, so wie die Leute ihre Neufahrzeuge halt bekommen oder wie die halt. Ja, auch die Aufbereitung hier. Du kriegst ein Auto wie ab Werk. Da sind überhaupt keine Wasserflecken drauf. Nein, gar nicht. Waren auch beide zwei ganz pingelige. Absolut. Ja. Ja, wie gesagt, er selber sammelt Oldtimer und wenn sich mit Oldtimern beschäftigt, der muss viel Liebe für Räder haben. Sag mal, der stand nicht zufällig jetzt in der Halle, weißt du das? Nee. Der hatte zu Hause hatte eine Garage, wenn du das jetzt meinst. Das Auto ist ein Garagen-Hallenfahrzeug. Bei uns steht er natürlich jetzt nicht in der Halle. Du siehst keine Regenstreifen, nichts draußen, gar nichts. Der wird auch hier nicht lange stehen, nein. Okay. Ich meine sogar, der wäre Keramik versiegelt, aber dazu habe ich jetzt keine Informationen, ehrlich gesagt. Aber man fühlt es, wenn man das Auto so fühlt und wir den gewaschen haben, das perlt sofort ab.
So, dann noch ein Kleiderschrank. Ja, Kleiderschränke. Nimmt ja gar kein Ende. Kleiderschränke en masse. Auch der Boden jetzt hier, ja, wo das dunkle Holz draufsteht und der helle Boden, das ist einfach ein stimmiges Fahrzeug. Ja. Das ist wirklich super geschmackvoll aus. So, bitte unten nochmal öffnen. Ja, gerne. Das soll mal sehen, die Dame des Hauses oder der Herr. Ach du Schande, das ist auch noch. Das habe ich noch nicht gewusst hier. Die Handtücher? Ja, das ist die Handtücher mit dabei. Die Stühle und das wusste ich, aber die Handtücher noch mit dabei sind. Also, Freunde, hier. Spätestens jetzt müsst ihr das Auto kaufen. Ja, ja. Jetzt, wo die Handtücher dabei sind. Ja, ich bin so ein Spinner. Ich liebe so Sachen halt. Ich habe bei mir auch Handtücher drin mit Brand vom Wohnmobil und so. Ich finde, es gehört einfach irgendwo. Das ist ein Hobby, ja. Und das möchte ich einfach auch so dann transportieren. So, also, ich fasse mal zusammen. Wir haben ein Soundsystem eingebaut. Ja. Wir haben einen 32 Zoll Fernseher eingebaut. Ist hier noch ein Fernseher? Ja, hier ist ja, auch nochmal ein Fernsehgerät mit dabei. MB auf dem Dach, klar. Keine Frage. So, dass man auch getrennt fährt. Lithium Mastervolt. Mhm. Zustand wirklich wie neu. Ein Jahr Garantie gibst du. Ja. Fahrzeug hat so gut wie keine Laufleistung, kommt mit hinzu. Es hat das 8-Gang ZF Automatikgetriebe mit drin. Es hat das große Männerlenkrad. Muss man ja auch dazu sagen. Ja gut, die neuen haben ja alle das neue Daily Lenkrad. Viele gehen da hin und rüsten das Ganze nach. Brauchen wir hier nicht. Aber ganz ehrlich, auch 319.000 Euro sind natürlich viel Geld, aber es ist gut angelegt. Das sehe ich auch so. Also ich glaube, das meiste Geld an dem Fahrzeug ist kaputt. Da passiert jetzt erstmal nicht viel. Das ist ein brandaktuelles Fahrzeug. Morello wechselt ja auch jetzt nicht alle Nase lang die Modelle. Von daher wird er also noch relativ lange wertstabil bleiben. Und man kauft hier wirklich viel, viel Reisemobilfreude. Ja, und macht einen schlanken Fuß auf den Platz. Wenn mit Gleichgesinnten, also gibt es ja eine riesige Fangemeinde bei Morello, ja, die sich treffen, die sich aber interessanterweise auch mit Concorde sehr gut verstehen. Du guckst mal oben, denn es ist grau. Das muss auch wieder geschlossen kriegen. Das Dach gerade zuzumachen, aber irgendwie scheint das Dach... Nee, es ist Infrarot. Da gibt es einen Infrarotempfänger. Ja, aber wo ist der? Ich habe ja noch nicht mal gewusst, dass es überhaupt elektrisch ist. Das haben wir eben jetzt erst festgestellt. Aber hier irgendwo sollte der sein. Wir werden es rausfinden. Also auf jeden Fall funktioniert. Ist da eine Einweisung dabei? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Moment, muss das irgendwo da oben in der Ecke sein. Da. Guck mal da. Da ist es drin. Ach, in der Lampe ist es. In der Lampe ist es drin. Ja, das ist natürlich genial. Ja, das muss einer wissen. Das wusste ich jetzt nicht. Okay. Ich lerne ja auch noch dazu. Ja, ich habe es natürlich gewusst. Ja, ist klar, logisch. Ja. Okay. So, wir sind bei der Firma Marein Caravaning. Das Ganze ist in Aldenhofen. Das ist im schönsten Bundesland der Welt, im Saarland. Nee, das ist in Nordrhein-Westfalen logischerweise. Ob es jetzt das schönste Bundesland ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber man kann es aushalten hier, ja. Also neues Navi mit drin, aktuelles Alpine, das so oder so ähnlich noch bis vor kurzem verbaut worden ist. Und ja, eine richtig tolle Maschine. Die Motorisierung 210 PS. Ja, also 205, Entschuldigung, 205. Das ist ja bei Iveco, da haben sie 205, da haben sie 210, jetzt haben sie 207. Also irgendwas zwischen 200 und 210 haben sie alle. Also die große Maschine. 3 Liter Turbodiesel. Genau, ich komme gerade übrigens von Iveco, ich war in Susara gewesen. Und da wurde nochmal ausdrücklich Wert drauf gelegt, wir verbauen nur LKW-Motoren. Und das merkt man auch am Drehmomentverlauf. Und das ist so, das Auto, das kannst du auch, wenn du den manuell jetzt mit der Hand nochmal schaltest, im 8. Gang, kannst du den mit 80 gibst du Gas und dann zieht der so weg. Ja, schöne Ausstattung. Ja, das Ganze ist jetzt bei Marein Caravaning. Wir bauen ja gerade eine neue Seite, die mit großem Erfolg gefeiert wird von der ganzen Wohnmobilindustrie. Ja. Die heißt billigerwohnmobilekaufen.de. Ja. Klingt erstmal ein bisschen aggressiv, billiger Wohnmobile kaufen, aber es ist am Ende des Tages, um deine Terminologie nochmal zu benutzen, wenn man einen großen Strich drunter zieht, ja, geht es darum, dass ich ein gutes Geschäft gemacht habe für beide Parteien. Das heißt, der Käufer hat sein Reisemobil ordentlich verkauft, hat sicher sein Geld bekommen, ja, das ist auch wichtig. Das Fahrzeug steht sicher auf dem Platz, also es ist ja oft so, dass die Fahrzeuge dann in Kommission irgendwo stehen, dann passiert es doch, dass irgendwie eingebrochen wird oder es passiert was noch Schlimmeres, was irgendwie passiert. Die Fahrzeuge sind bei dir auf dem Hof versichert? Die Fahrzeuge sind bei uns auf dem Hof versichert, selbstverständlich. Also auch wenn ein Kunde zu uns kommt und möchte sein Auto über uns im Kundenauftrag verkaufen, das geht auch, das machen wir auch, sogar sehr gerne, ganz klar, brauche ich nicht in Vorleistung zu gehen. Okay, das heißt, der Kunde stellt sein Auto hier ab, das Auto wird aufbereitet. Genau. Alle Kosten, die irgendwie entstehen, meinetwegen das Auto, du empfiehlst eine Profi-Aufbereitung. Das weiß der Kunde alles vorher, richtig? Das weiß der Kunde alles vorher. Wir schauen uns das Fahrzeug gemeinsam
gemeinsam an, schätzen dann, also jetzt im Bereich der Vermittlung halt, schätzen dann ab, wie kann man das Fahrzeug marktgerecht verkaufen. Manche Kunden da kommen hierher, haben eine viel zu geringe Preisvorstellung fürs Fahrzeug. Wenn wir das gibt es auch. Das gibt es auch, ach so, tatsächlich. Du gehst aber nicht hin und sagst, hey, das kaufe ich sofort. Wenn es um Kundenauftrag geht, geht es um Kundenauftrag. Also es gibt ja wirklich, die Kunden, die herkommen, haben ja meistens keine Geldnot oder so. Die haben auch kein Problem damit, wenn das Auto noch mal 2, 3, 4 Wochen hier steht. Im Regelfall haben wir die Fahrzeuge dann auch in dem Zeitfenster umgesetzt. Ja? Das ist der eine Part, dass wir es halt in Kommission nehmen. Das machen wir auch, wie gesagt, sehr gerne. Aber das ist nicht unser Bestreben, jetzt nur hier Fahrzeuge in Kommission zu kriegen. Wir können die auch alle kaufen, das ist kein Problem. Und da ist eben die seriöse Abwicklung ist für den Kunden dann eben wichtig. Er kommt hierher, wie jetzt auch dieser Kunde hier, der kam aus Mitteldeutschland, kommt hierher gefahren, schaut sich, wir schauen uns das Fahrzeug an. Und wenn es kein Diskutieren gibt, dann geht das sehr, sehr schnell. Der Kaufbetrag wird dann aufs Konto überwiesen, noch während der Kunde hier steht. Sodass in Echtzeit? In Echtzeit, ja, machen wir ein Blitzgiro, das ist innerhalb von 5 Minuten. So, komm, wir gehen mal raus. Ja, gerne. Das Ganze Marine Caravaning natürlich in Nordrhein-Westfalen im guten 1 Live und WDR 4 Land. Du bist WDR 2, 1 Live, was hast du? Wir haben hier 1 Live, ja. Nee, was du hörst? Also ich höre tatsächlich Antenne AC, 100,5 das Hitradio oder Antenne AC, das sind so meine beiden Sender. Die Aachener Lokalsender, die es so hier gibt. Ja, die machen auch gute Musik und die Nachrichten sind gut, das Wetter stimmt meistens. Du siehst ja, heute können wir drehen. Aachen ist wie weit weg? Aachen ist von hier 20 Kilometer. Also ich liege ja, wenn es bewölkt ist. Ja, das ist unser Schätzchen, hat noch Saarbrücker Nummer. Habe ihn gefahren, 6000 Kilometer. Wir haben ihn innen, außen aufbereitet. Der kommt jetzt auf die Verkaufsbank. Du wirst sehen, er ist quasi neu. Wir haben ganz viele Details, habe ich aus der Praxis einbauen lassen. All das werdet ihr im Video erfahren. Er hat zum Beispiel eine Truma Dieselheizung mit großem Elektropaket. Dann hat er eine Gastankflasche mit drin. Er hat eine Klimaanlage obendrauf. Er hat eine Solarvorbereitung, die fix und fertig vorbereitet ist. Das heißt also nur noch Solarplatten obendrauf und fertig. Plug and Play. Dann hat er mit drin einen Max-Fan, habe ich mir einbauen lassen, was ganz wichtig war. Er hat hinten, also er hat so viele Extras mit drin, die man erst beim zweiten Hinsehen sieht, sodass ihr wirklich begeistert sein werdet, wenn ihr das Fahrzeug gleich im Video seht und das Ganze natürlich auf billigerwohnmobilekaufen.de und demnächst, ich sag mal, auf dieser Seite im Moment noch auf carthago-center.de, ganz genau, da läuft die Verwertung der Fahrzeuge drüber. Schreib's aber mit in die Videobeschreibung. Schreib mit bitte rein, genau. Also wenn ich mir den jetzt so anschaue, so vom Profil her und gehe dann wieder rüber und schaue mir den Morelo an, dann ist das quasi das kleine Pendant dazu, nur im Kastenwagenbereich, oder? Ja, siehst du das? Also eigentlich gehört er dazu, das ist ja irgendwie jetzt so das Beiboot quasi. Ja, Tender so. To Morelo oder so. Also er steht da wie geleckt und das Besondere ist, er hat zwei kleine Macken, die werden wir auch immer zeigen, das ist ganz wichtig. Echt? Winzige Sachen. Ich habe es noch nicht gesehen. Also ja, es ist so winzig, ich habe mich jedes Mal geärgert, als es reingekommen ist. Der Kühlschrank hat eine, vorne an der Abdeckplatte, vielleicht, dass wir die neu kaufen. Okay. Es ist eine ganz winzige Schramme dran, also die da ist. Und ja, er hat hier vorne an der Tür, das muss ich auch sagen, hat er einen kleinen. Und zwar, als der Sturm kam, ist mir die Tür aufgegangen. Du siehst es gar nicht. Siehst du da vorne? Dieses kleine Minimalste. Das wird mich jetzt wirklich nicht stören. Ja. So, ansonsten hat er nichts. Also es ist wirklich so dran, dass wir ihn... Ach, er hat eine Pandora-Alarmanlage für 3.500 drin. Ja, die, mit Fernbedienung. Die musst du mir ja jedes Mal zeigen, wenn du hier bist. Also gestern Abend waren wir im Restaurant. Das ist so irgendwie 2 Kilometer weit weg. Ja, das ging noch. Ich kann es gar nicht glauben. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Also irgendwie konntest du über die 2 Kilometer tatsächlich noch sehen, was mit dem... Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Also lass uns da mal gleich ein separates Video drüber machen. Ich finde das Auto tatsächlich nicht schlecht, muss ich neidlos zugeben. Und du hast ihn ja jetzt einige Zeit, der ist ja auch quasi, Sven Herzog Approach. Es kommt noch besser, er hat echte 3240 Kilo, das heißt er hat 3,5 Tonnen im Moment, ist sofort fix und fertig aufladbar, ich glaube auf 4,4 Tonnen per Papier, hat eine Luftfederung mit drin, ich habe eine Luftfederung eingebaut, ja, das war mir ganz wichtig, weil ich gesagt habe, der Fahrkomfort, das Auto soll nicht tief liegen, wenn er beladen ist, sondern er soll immer optimal funktionieren mit allen drum und dran. Also hier sieht man das, auf den Blattfedern ist ein kompletter Luftbalken mit drin. All das habe ich mit reinmachen lassen und ja, die wichtigsten Sachen habe ich mit drin. Und das ist die Tankgasflasche. Ah, okay, die wird hier über die Seitenwand befüllt. Ja, sind uns Adapter für ganz Europa dabei. Aha, das sehr, heißt, sehr, sehr ist schön. Nur noch zum Kochen.
Ja, ist wirklich sehr schön gemacht. Ja. Ja. Gut, so, jetzt haben wir hier eigentlich ein Video über den Morelo gemacht. Das machen wir für den Affinity, machen wir gleich ein neues. Machen wir gleich ein extra Video. Hier ist er, der Empire. Wenn Sie den kaufen möchten, beeilen sich allerdings, würde ich sagen, weil das Angebot ist gut 3,19. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der lange steht, aber manchmal steckt der Teufel im Detail. Also wie gesagt, weitere Informationen zu dem Fahrzeug unter www.cartago-center.de oder auf der Facebook-Seite unter Marine Caravaning. Und wer sein Reisemobil verkaufen möchte, der kann das über billigerwohnmobilkaufen.de uns anbieten in Kürze oder halt noch über die alte Stammwebseite cartago-center.de. Ja, übrigens mit den Edelstahlfelgen. Abdeckungen, die drauf sind, die ich persönlich auch jetzt immer bestellt habe, weil sie einen sehr, sehr männlichen Look geben. Vielen Dank fürs Einschalten, Marine Caravaning, heute am 27. Juni 2022. Tschüss. Tschüss.